So, wir sind auf der letzten Digital Confession Drive Fahrt heute. Auf der OMR, Online Marketing Rockstars Messe. Erster Tag. Jetzt ist 20 Uhr und neben mir sitzt René Otto. René, erzähl doch mal für unsere Zuschauer und Zuhörer, wer du bist und was du machst. Mhm. Ja, Online-Händler, Rock'n'Shop als Hauptfirma, Merchandise, wie man vielleicht an der Mütze sieht. Dazu haben wir ein Consulting-Unternehmen, beschäftigen uns also für andere und uns selbst in E-Commerce-Themen im kompletten Bereich. Sind sehr data-driven, das heißt, von KPIs ausgehend agieren wir ganz intensiv in den Marketingkanälen und steuern sehr, sehr genau aus. Hol noch mal so ein bisschen aus, was ihr an Merchandise-Produkten verkauft und was das so ist. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was erzählen, welche Kanäle relevant sind, um Kunden zu akquirieren. Angefangen hat es eigentlich mit hässlichen T-Shirts. Wacken Open Air ist, glaube ich, eben ein Begriff, die hier, glaube ich, auf der OMR auch technischer Partner sind und wahrscheinlich die ganzen Metal-Acts wie Bruce Dickinson und in diesem Jahr Lars Ulrich heranbekommen. Hässliche T-Shirts, dann haben wir irgendwann hässliche Mützen gemacht, hässliche Aufkleber, also Zielgruppenmarketing. Warum haben wir denn genau das gemacht? Weil wir vorher ein Musikmagazin hatten, Reichweite, ungefähr 500.000 Unique Visitor. Wir brauchten vor ungefähr 15 Jahren eine alternative Geldquelle, weil Anzeigenbudgets zusammengestrichen wurden im Printbereich. Also haben wir gesagt, wir machen den ganzen Kram online. Ja, hat nicht wirklich funktioniert, wenn man ehrlich ist, trotz hohe Reichweite, einen Shop rangehängt, einfach da sein reichte nicht. Also sind wir natürlich dann auch ins Marketing ganz normal reingegangen. Ich komme ursprünglich aus einem Anstellungsverhältnis von der Lenz KAG, Europas größter Kontaktlinsenversender damals. Und da haben wir 2004, 2005 schon eigentlich die Transformation von printgesteuertem Geschäft hin zu online gesteuertem Geschäft gemacht. Das war wahrscheinlich sehr stark Search getrieben, oder? Das war extrem Search getrieben. Wobei das Wort Search gab es damals doch gar nicht. SEM. Ach so, und SEO kam danach. Ja, genau. Also es war ganz lustig und ja, seitdem haben wir es halt weiterentwickelt und viele sagen ja, Thema Print ist tot. Print ist bei uns einfach einer von mehreren Werbekanälen. Ne? Also ist gleichbedeutend zu SEA, zu Affiliate, zu Newsletter-Marketing und so agieren wir in den Werbekanälen. Also wir sind sehr stark SEA-abhängig gewesen im letzten Jahr. Kanal SEA, wissen sicherlich auch viele, schwieriger Kanal aktuell. Google dreht an der Preisschraube, steigender Wettbewerb, höhere Kosten. Sprich, auf der einen Seite sinkt die Reichweite bei bestehendem Budget oder man gibt mehr aus, als man sich leisten kann. Dementsprechend haben wir den Kanal deutlich zurückgefahren, sind stark im Bereich Social Media, bietet sich für Merchandise natürlich an, sehr genau targetbar und sind natürlich auch auf den Marktplätzen Amazon, eBay stark vertreten, da allerdings mit einer sehr ausgefuchsten Profit-Strategie. Also wir gehen da nicht auf Masse, sondern wir wollen da den Kanalumsatz, auch, also Marktplätze sind für uns ist ein Werbekanal, nicht über 20% kommen lassen, mit dem Hintergrund der Gefahr, dass man bei Amazon immer ein bisschen aufpassen muss, ob man nicht abgestellt wird für irgendein Vergehen, was man gemacht hat oder auch eben nicht. Da wollen wir uns nicht in die Abhängigkeit 1:1 begeben. Das heißt, ihr limitiert da bewusst euer Wachstum. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt und optimiert dann lieber auf Marge, als dass ihr weiteres Wachstum dazu kauft. Ja. Genau, das ist, Marge ist so ein schönes Stichwort. Wir denken alles in Deckungsbeitrag 3. Einfacher Hintergrund, keine Investoren seit Start vor 10, 12 Jahren. Immer unser eigenes Geld, dementsprechend immer eine Mischung aus, wo möchte ich hin und was kann ich mir leisten. Und damit sind wir die letzten 12 Jahre wirklich so gut gefahren, dass wir halt immer sukzessive, organisch, generisch gewachsen sind. Und das hat sich so in unsere DNA derart übertragen, dass selbst Azubis bei uns sehr, sehr KPI-driven agieren. Die kennen unsere 7 Kern-KPI alle ganz auswendig. Willst du die mal aufzählen? Wenn ich die mal zusammenkriege. Also, sollen einen Praktikanten anrufen? Ja, genau. Aber die schrubben gerade an Präsentationen für morgen, weil wir ein Vorstandsmeeting vorbereiten müssen. Nein. Umsatz, Deckungsbeitrag, Kosten aufgeteilt in Kur und CPO. Dann sehr untypisch Neukunden und Stammkunden. Dann haben wir, glaube ich, schon 6. Und was ist jetzt noch der 7.? Den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen auf Schlag.
Neukunden und Stammkunden ist noch so ein Überbleibsel aus der alten Versandhandelswelt, während man heute ja eigentlich nur auf One-Shot geht in der Kundenbearbeitung bei vielen Unternehmen, haben wir von vornherein sehr viel Wert auf Stammkundenbindung gelegt. Sagen, also heute ist doch gerade im Onlinehandel das Thema CRM und damit Stammkunden oder Bestandskunden total relevant. Boah, aber ich würde sagen, dass CRM ungefähr Buzzword-Charakter hat, oder? Wer kann ernsthaft von sich sagen, dass er gute Stammkundenmarketing wirklich hinbekommt und wirklich nach einer RFM-Methode seine Datenbank clustert und sagt, ja, das sind die Kunden, die, mit denen gehe ich an solche Aktionen ran und weniger profitable gehe ich anders an. Ich glaube, das können nur die wenigsten. Das ist garantiert wahr. Mhm. Das können nur die wenigsten. Ich will noch mal kurz zum Geschäftsmodell fragen. Seid ihr Händler oder seid ihr Hersteller? Also nehmt ihr Lizenzen und macht selber Produkte und seid dann eher in so einer Herstellerrolle oder seid ihr reine Händler? Wir sind 80% Händler und damit in der Abhängigkeit von internationalen Sourcing, was Lizenzen angeht. Ne? Also wir kaufen in der Regel fertige Shirts, also T-Shirts zum Beispiel ein, wo Motiv und Textil vereinigt sind, aber man kann auch einzelne Motive kaufen und sie dann auf verschiedene Rohmaterialien einfach dann aufbringen. Das ist dann eher fast schon eine Herstellerrolle. Ja, würde ich noch zu Händler zählen. Okay. Wenn wir selbst Lizenzverträge mit Bands und so weiter abschließen würden, dann ist es für mich die Herstellerrolle. Ich bin da auch wieder risikobewusst gewesen. Die Vorschüsse, die man da bezahlt, sind so hoch, dass es sich eigentlich nicht wirklich lohnt. Da habe ich bisher niemanden kennengelernt, der da richtig Spaß dran hatte. Deshalb lassen wir das lieber sein. Spannend. Lass uns noch ein bisschen über CRM und Bestandskunden reden, bevor wir dann hinterher nochmal über das ganze Thema Attribution reden wollen. Ja. Du hast gerade gesagt, es ist noch aus der Versandhandelshistorie oder wie du das mal gelernt hast. Also grundsätzlich ist es ja, versucht ja jedes Unternehmen, was irgendwie E-Commerce betreibt, schon in so eine Customer Lifetime Value Denke reinzukommen und einen Kunden über einen gewissen Zeitraum, also einfach den Kundenbarwert, den man mit dem Kunden über einen gewissen Zeitraum generiert hat, kumuliert zu betrachten und dann zu sagen, x Prozent davon kann ich als Werbebudget ausgeben, um mir quasi einen Neukunden zu kaufen. Das sind dann die Customer Acquisition Cost. Ja. Und das ist irgendwie extrem schwer, die Kunden überhaupt so entsprechend zu markieren und dann auch zu kategorisieren und rauszufinden, wie die sich denn genau verhalten. Ihr seid jetzt, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Muss noch mal sind um die 30 aktuell in dem Bereich. Ich wollte jetzt darauf hinaus, ihr seid ja ein überschaubar großes Unternehmen. Und wie geht ihr da vor was könnt ihr und was noch die Sachen, an denen ihr im Zweifel scheitert oder wo ihr sagt, das ist total schwierig? Gibt einen Planungszyklus bei uns, Jahresplanung, dann werden Daten erfasst, Daten analysiert. Handlungsempfehlungen auf Kanalebene vom Kanalmanager ausgesprochen, über verschiedene Kanäle verteilt, um dann optimiert in die nächste Planung reinzugehen. Das ist das methodische Vorgehen. Ganz operativ heißt das, dass wir die Verantwortung auf Kanalmanager-Ebene so delegiert haben, dass bottom-up geplant wird. Sprich, der Kanalmanager sagt, ich brauche X Budget, um Y Umsatz zu machen, verteilt auf Neukunden und Stammkunden. Setzt sich seine eigenen Ziele auf Basis seiner Erfahrung oder auch einfach dann im Try-and-Error-Verfahren, wenn man halt neue Sortimente oder sowas angeht. Und damit haben wir eine Bottom-up-Planung auf Kanalebene, die konsolidieren wir auf Marketing-Ebene im Bereich Kosten, ganz klar. Damit haben wir die Marketing-Kur. Und dadurch, dass wir die Aufteilung der Budgets in Neukunden und Stammkunden haben, können wir einen Neukunden-CPO und einen Stammkunden-CPO definieren. Genau. Und im Verhältnis zu den zu gewinnenden Neukunden und Stammkunden haben wir da eine sehr, sehr genaue Steuerung, selbst ohne Attribution. Da kommt es dann nachher ja dann auch noch mit zu. Und damit wissen wir also ganz genau auf Kanalebene, lass uns bei SEA bleiben, wie das Nachkaufverhalten ist. Wie wir tatsächlich schaffen, einen Erstkunden-Dropout zu definieren. Wenn ihr im SEA-Bereich Bestandskunden ansprecht oder targetiert, dann geht es wirklich darum, dass ihr Leute bewusst über Google, über SEA ansteuert,
und die nochmal animiert zu kaufen. Und ja, uns ist bewusst, dass sie über eine Suchmaschine einfach gehen. Also, dass wir es nicht verhindern können, dass sie, obwohl sie eigentlich schon in der Datenbank drin sind, in ihrem Suchverhalten dann im Google-Browser einfach sagen, da passt das Sortiment zu spitz. Also die fangen immer wieder bei Google an. Das ist so, ja, so die Erfahrung, die ihr gemacht habt. Und das, okay, das ist ja erstmal eine spannende Erkenntnis und eine spannende Frage. So, und das ganz, ganz konkret, es gibt ein absolut überschaubares Nachkaufverhalten im SEA-Bereich. Das heißt, im Kanal SEA gehen wir tatsächlich auf One-Shot-Profitabilität. Okay. Weil nicht mal jeder zehnte Google-Kunde kauft innerhalb der nächsten 2 Jahre nach. Wow. Weil, also unsere Produkte, sind wir wieder Händler, sind austauschbar, sind beim Wettbewerb kaufbar und so weiter und so fort. Ganz anders im Social-Media-Bereich, dort, wo wir von Fans für Fans mehr oder weniger agieren. Da sind wir nicht mehr im Bereich Bedarfsdeckung, weil ich konkret eingebe, FC St. Pauli T-Shirt kaufen, sondern ich werde inspiriert, indem ich über St. Pauli kommuniziere. Die haben eine neue Kollektion, das Shirt finde ich mal besonders gut, das möchte ich jetzt haben. Sind wir im Bereich Bedarfsweckung. Das muss teurer sein als die Deckung, weil das vorqualifizierte Interesse einfach nicht da ist. Dementsprechend sollte ein Kunde, den wir über Social Media gewinnen, weil er ungefähr 3-mal so teuer ist wie ein Google-Kunde, auch ein deutlich besseres Nachkaufverhalten zeigen. Und das tut er tatsächlich, denn das ist 6-mal so hoch. Ne, also Kostenfaktor 3, Nachkaufverhalten 6, das rechnet sich. Da ist der Kanal auch budgettechnisch relativ offen. Und das ist dann so im Jahresverlauf, wenn wir sehen, dass ein Kanal wirklich gut performt, sind wir im Rahmen dieser Profitabilitätsrechnung sehr genau in der Lage zu sagen, jo, Kanalmanager, mach was du willst, es funktioniert. Sind das dann auch die gleichen Kunden, also die gleichen Menschen, die einmal über Google preissensitiver sind, weil sie konkret suchen, was sie wollen, und dann auf Facebook nicht so preissensitiv sind? Oder ist das sogar, sind das sogar unterschiedliche Leute? Ja. Also bei uns sind es wirklich unterschiedliche Leute. Das heißt, wir haben im Bereich Attribution einen sehr, sehr kurzen Weg. Das ist so ein bisschen Kauf du Sau. Also ich habe Interesse, ich kaufe, fertig, habe meinen Kanal. Da haben wir ein sehr, sehr überschaubares Kanalwechselverhalten. Führe ich so ein bisschen auf die Nische zurück. Ne? Entweder ich weiß, was ich will, oder ich weiß es nicht. Während ich im Bereich Bedarfsweckung, Tarek sagt es heute Morgen auf eurer Veranstaltung, ja, viel Bedarfsweckung, wir wollen die Leute inspirieren. Ja. Genau das Thema, was eigentlich im Fashion-Bereich gefehlt hat, da war reine Bedarfsdeckung, und deshalb ist das, glaube ich, About You funktioniert an der Stelle ja auch eher wie ein Facebook für Mode und Styles und so weiter. Genau. Und weniger, wie er so schön sagt, wie ein Warenlager. Wahnsinnig smart. Wahnsinnig smart auf Metaebene erkannt, in welche Richtung es geht. So, und das können wir in unserer Nische, ich sag mal, Hardrock, Heavy Metal, FC St. Pauli, nicht. Wir sind auf dieses vorqualifizierte Interesse einfach angewiesen. Damit ist die Geschäftsidee nicht so wirklich geil, wenn man ehrlich ist. Ist mir aber auch unterm Strich egal. Wir haben 6-7 Shops mittlerweile laufen und wir machen genauso Schmuck oder Kosmetik. Die Methodik ist nämlich dann skalierbar und übertragbar auf jedes Modell. Und das funktioniert fast auch für jeden Werbekanal. Also wenn ich erzähle, dass wir sehr erfolgreich im Social Media sind, ja, ihr habt ja Fans. Ja, es funktioniert aber bei den Müttern dieser Fans mit Standard Massenprodukt Schmuck genauso gut, sogar besser, wenn man ehrlich ist. Okay, spannend. Na, also das ist da, wo sich da sind halt wir ja quasi schon direkt bei dem Thema Attribution mal angekommen. Erklär doch mal bitte unseren Zuschauern und Zuhörern, was ist überhaupt ein Attributionsmodell und warum ist es überhaupt sinnvoll, Attribution zu betreiben und mir diese Frage zu stellen, wie ich, also jetzt kann ich vorwegnehmen. Erklär du das bitte mal. Ja. Also mache ich wieder einen ganz langen Schwenk nach hinten. Früher hat man einen Katalog oder ein Mailing verschickt und der Kunde hat gekauft. Das heißt, es gab mehr oder weniger einen Werbekanal, die Zuordnung war easy peasy einfach. So, und dann gab es 5 Jahre lang eine totale Verwirrung. Oh, jetzt haben wir auch noch online dazu. Das werden wir nie im Leben messen können. Und dann wurde aus online auf einmal SEA, SEO, Affiliate, Newsletter, Anschlussketten, Direct und was weiß ich nicht. Also wir agieren aktuell in 11 Werbekanälen. Wie soll ich da richtig zuordnen, selbst wenn es nur einen Step zum Kauf gibt? Das wird schon schwierig. Aber was passiert denn, wenn tatsächlich der Kunde erst eine Info über Social Media bekommt, die er sieht, drauf klickt, dann vergisst, um zu kaufen, ja, großes Problem.
bei Conversion Rates. Kriegt eine E-Mail, guckt da nochmal drauf, guckt sich ein anderes Produkt an, kauft auch nicht. Genau, Conversion Rate 3%, sage ich nur. 97% kaufen halt nicht. Mhm. Dann läuft man ihn noch mit Remarketing hinterher und dann ist er vielleicht doch an dem Punkt, wo er kauft. Und ich habe auf einmal 6-7 Touchpoints gehabt, bevor er gekauft hat und habe im schlimmsten Fall 6-7 Mal Kosten produziert. Ich habe eine SEA-Anzeige bezahlt, ich habe Remarketing bezahlt und so weiter und so fort. Und jeder produziert für die E-Mail, die ich verschickt habe und so weiter. Genau, interne Kosten berechnen wir auch übrigens. Also Newsletter-Marketing ist nicht umsonst. Nein. Opportunitätskosten. Bei 184 Newslettern, die wir im letzten Jahr händisch verschickt haben. Also das zum Thema Frequenz. Muss man also sich erstmal im Klaren sein, welcher Kanal welche Kosten produziert hat und sollte dann sich auch im Klaren sein, wie gewisse Kosten einen Anteil haben für die tatsächliche Kaufentscheidung, für den Kaufimpuls. Welcher Kanal in welchem Maße verantwortlich ist für den Kauf, der hinterher entstanden ist. Genau. Und es gibt natürlich Kanäle, die haben eher eine Awareness-Branding-Funktion. Nehmen wir mal Buzzword Display. Kaum Kunden kaufen aufgrund einer Display-Kampagne, aber trotzdem werden sie bei der, ich sag mal, Penetration der Werbebotschaft eine Rolle spielen. So, wenn ich dann nun sage, okay, ich streiche sämtliche Budgets zusammen, hat ja keine Conversion generiert, dann nehme ich mir eine gewisse Media-Reichweite. Testet ihr sowas auch, dass ihr Display ausschaltet und dann feststellt, dass die Gesamtconversion runtergeht, obwohl die Click-to-Conversion sowieso null ist? Ja, also ganz klar, im AB-Testing liegt viel, viel Information einfach da. Da messen wir eigentlich alles. Da sind wir ziemlich kreativ. Das ist auch für mich die E-Commerce-Kreativität, ne? Rauszuarbeiten über das Tracking von Informationen, wie Kundenverhalten einfach funktioniert. Also ich bin kein Freund von Bunt und Bling-Bing. Ich bin ein Freund von Performance und der Analyse, warum diese Performance tatsächlich stattgefunden hat. Und das funktioniert halt auch auf Dauer schon ganz, ganz gut. Ja, im Bereich Attribution habe ich dann also verschiedene Kostenpositionen für verschiedene Werbekanäle und kann dann halt im Rahmen eines Modells halt sagen, okay, wer hat den Hauptaufschlag für den Kauf gemacht? Im Rahmen der klassischen Last-Cookie-Methode kriegt der letzte Kanal. Die Last-Cookie-Methode kommt ja im Prinzip aus diesem Affiliate-Modell. Mhm. Ne, da wurde dann einfach demjenigen, von dem der letzte Cookie gesetzt wurde, dem wurde die Provision quasi ausgezahlt auf so einen Kauf. Da kommt, glaube ich, dieses Modell her. Und dann gibt es noch diese First-Cookie-Idee, der als allererstes quasi die Markierung beim Kunden gesetzt hat, bekommt dafür eine Vergütung. Und das sind so die beiden Enden quasi. Ja. Genau. Und bevor wir mit Attributionen gestartet haben, haben wir schon drei verschiedene 100% Attributionswege gehabt. Last-Cookie. First Cookie haben wir nicht gemacht, wir haben immer Initial Cookie gemacht. Das heißt, wir haben für jeden Kunden seine Quellkampagne weggeschrieben. Das heißt, wir wissen von jedem Kunden seit 12 Jahren, aus welchem Werbekanal wir ihn gewonnen haben. Das ist ganz wichtig für Customer Lifetime Kanalbetrachtung, denn wenn ich weiß, wie die Kunden in der Haltbarkeit von 2007, die ich über den Kanal SEO gewonnen habe, heute im Jahr 2018 ist, weiß ich ganz genau, wie ich den Customer Lifetime Value bestimmen kann. Das könnt ihr aber nur bei Kunden wegschreiben, nicht bei Usern, die nicht zu Kunden werden. Genau, da ist dann der Cut, aber letztendlich aber ist ja schon mal fein. Customer ist für mich der die Gehälter zahlt. Exakt. Den wollen wir haben. User interessieren mich auch nicht so wirklich. Also klar, wir haben Conversion und Traffic, aber die Traffic-Zahlen sind für mich relativ zweitbedeutend. Ist klar. Klar, wenn mir 30% Traffic einfach fehlen, weil ich gewisse Maßnahmen nicht mache, dann ist es schon relevant, aber da ist für mich die Conversion einfach das Entscheidende, weil da ein Kauf einfach hintersteht. So, genau, Initial Cookie. Können wir nochmal, erklär erstmal diese drei 100% Modelle zu Ende und dann frage ich. Im Bereich Cookie, Initial Cookie, und dann haben wir noch ein Main Cookie. Das heißt, innerhalb eines Aktionszeitraums sagen wir, und das geht schon so ein bisschen in Richtung Attribution, das ist relativ wichtig, wenn man Print in Online mit integrieren möchte. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein teures Werbemittel wie einen Katalog produziere und dann verschicke, kann ich halt auch sagen, dieser Werbeanstoß ist deutlich intensiver und ich attribuiere per Daumen 100 oder 80% und sage,
ich schalte alles aus. Ich weiß, in der Zeit sind SEA-Kampagnen genauso gelaufen, wie Newsletter-Anstöße gelaufen sind, aber der Katalog hat wirklich den Hauptimpact. Das war die Basis vom Ausgang unseres Attributionsmodells, wo wir gesagt haben, um Print messen zu können, haben wir gesagt, innerhalb eines bestimmten Zeitraums weisen wir x Prozent des Umsatzes der Kunden, die tatsächlich angesprochen wurden über dieses Werbemedium, das geht nur auf Bestandskundenebene, diesem Main-Cookie-Umsatz einfach zu. Und damit hatten wir schon mal drei Wege, halt nicht nur wie fast alle Last-Cookie, und konnten so ein bisschen Echolot-Peilung machen und wussten halt ganz genau, okay, lohnt es sich, teure Print-Anstöße zum Beispiel zu setzen, was dann dazu geführt hat, dass wir es bis 2012 gemacht haben und danach nicht mehr, weil einfach auf Deckungsbeitragsebene 3 es nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, die Response-Werte waren bei einer, ich glaube, 80% Umsatzzuordnung zu niedrig, als dass es sich gerechnet hat. Okay, jetzt hast du uns gerade erklärt, es gibt dreimal so eine 100% Zuordnung. Mhm. Also für euch war das der Last-Cookie, der Initial-Cookie und der Main-Cookie, den ihr beispielsweise aus dieser Katalogwelt übernommen habt. Mhm. Wenn wir jetzt mal uns in die Perspektive versetzen eines klassischen Händlers oder Herstellers, der im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und diverse Marketingkanäle bedient, wie fängt der denn an, überhaupt ein Attributionsmodell zu entwickeln? Die Fragestellung hat ja jeder auf dem Tisch. Mhm. Es gibt jedes Jahr irgendwie Budget- und Marketingverhandlungen, ja, und alle Kanalmanager rangeln um mhm, das knappe Budget. Ja? Und jeder braucht irgendwie klare, gute Argumente, beziehungsweise die Person, die das komplett verantwortet, muss irgendwie herleiten können, wie das Budget sinnvollerweise zu verteilen ist. Ja. Also wie fang ich an? Naja, also wir sind, glaube ich, wie jeder angefangen mit Last Cookie. Star 100% Zuordnung, der Letzte kriegt den Zuschlag. So, diese Daten haben wir erst einmal erfasst und haben gemerkt, dass das noch nicht der letzte Weisheitsschluss ist. Deshalb sind wir von einer 100% Attribution in die Richtung gegangen, dass wir so ein bisschen Echolot-Peilung machen wollten. Wir haben halt dann Main Cookie und Initial Cookie mit dazugefügt und konnten aus drei Perspektiven gucken und waren etwas dichter dran. So. Das ist gut. Jeder Wert an sich hat einen Wahrheitsgehalt, der nicht bei 100% ist. Wenn ich aufeinander lege, bin ich immer noch nicht bei 100%, aber weiß schon mal mehr, als wenn ich nur über Last Cookie gehe und kann. Also ich fange immer an und mit einer Hypothese und sage, also alle Kunden, die bei den letzten Cookie zu mir gekommen sind, ordne ich jetzt dem Kanal zu. Und wenn es jetzt Facebook war, ist es Facebook. Wenn es Google war, ist es Google. Wenn es E-Mail war, ist es E-Mail. Ja. Wohlweislich, dass es falsch ist. Ja? Mhm. Und dann schreibt ihr die Daten weg. Mhm. Und was ist quasi der langsame nächste Schritt? Ja? Dann hast du gesagt, dann nehmen wir die anderen beiden 100%-Modelle dazu. Ja. Wie geht das konkret? Ja? Wie geht das konkret? Okay, nehmen wir meine Lieblingsvariante, Main Cookie. Mhm. Wir haben seit Anbeginn an die Information, welcher Werbekanal hinter dem Kauf steht, sowohl am Kundendatensatz als auch am Bestelldatensatz gespeichert. Das heißt, der erste Kauf wird immer am Kundendatensatz gespeichert. Das heißt, auf Lebzeiten weiß ich, wo der Kunde hergekommen ist. Sagen wir Jahr 2009. Mhm. Und wenn der in 2018 immer noch kauft, weiß ich, dass der eine ziemlich lange Haltbarkeit hatte. Damit weiß ich schon mal sehr viel mehr in Sachen Haltbarkeit, als wenn ich nur das Last-Cookie-Modell auf Bestell- oder Transaktionsebene festgehalten habe. Ich kann dann auch sagen, okay, wie hat sich zum Beispiel ein SEA-Kunde 2009 entwickelt? Wie häufig kaufen die im Schnitt über Newsletter im Stammkunden, in der Stammkundenbindung? Weiß ich also auch mehr. Komme ich so ein bisschen in die Richtung, aha, ich verknüpfe schon mal das Wissen eines Kanals mit dem vom anderen und die Wechselwirkung. Das ist so der zweite Schritt. Und da habe ich dann die Informationen auch dran für weitere Auswertung. Wenn ich innerhalb eines Zeitraums sage, hier habe ich eine Hauptwerbeaktion, da, weil ich noch kein Attributionsmodell habe, sage ich einfach, das Ding war entweder teuer oder es hat einfach einen so großen Bang in der Zielgruppe, weil es eventuell eine große Rabattaktion war. Da möchte ich unbedingt einen Hauptteil des Umsatzes hinsteuern, also rein willkürlich und definiert. Das wäre dann der nächste Schritt, wo ich sage, ich werde noch einmal wieder schlauer, ob diese Aktion, die ich als hochklassig definiert habe, tatsächlich auch gut funktioniert hat, was denn Responsequoten und Umsätze letztendlich bedeutet.
Wie gesagt, wir rechnen nicht nur auf Umsatzebene, weil ich sag mal, wir unsere Kosten natürlich auch berücksichtigen und damit auf Deckungsbeitragsebene agieren. Und das haben wir halt sichergestellt. Also da haben wir schon mal drei Punkte, wo wir genau wissen, ja, das sieht relativ sauber aus. Wir wissen, wie die Kunden sich beim ersten Mal verhalten, wie sie sich bei Hauptwerbeanschlüssen verhalten und wie sie auf Transaktionsebene. Hauptwerbeanschlüsse waren jetzt diese Aktion zum Beispiel. Ja? Mhm. Also gucke ich mir den soliden Zeitraum an und sage, da haben wir jetzt eine bestimmte Kampagne gefahren. Genau. Und okay. Ist spannend, um gerade Print, was ja relativ schwer auszuwerten ist. Ich weiß, welche Zielgruppe ich angesprochen habe aus dem Stammkundensegment, welcher Zeitraum es war, und ich kann sagen, jo, da. Und ihr habt wahrscheinlich so eine Baseline, wie sowieso immer gekauft wird, und alles, was irgendwie über diese Baseline ausschlägt, ordnet ihr dann einfach ganz stoisch diesem Kanal zu, in dieser Aktion, die Aktion sauber anzeigen. Genau. Okay. Zusätzlich haben wir noch eine geclusterte Datenbank und versorgen nur Kunden, wo wir auf Basis von historischen Daten genau wissen, dass die Responsequote so gut ist aus dem Kundencluster, dass es sich überhaupt lohnt, dort was hinzuschicken. Denn genauso wie sich Leute über indifferente Werbung wie Viagra oder Fernmasten ärgern wir uns über Werbespendings an Kunden, die gar nicht kaufen wollten. Ne? Also je zielgenauer man es macht, desto mehr haben beide Seiten halt einen davon. Lass es mal nicht verkomplizieren. Okay. Ja, okay. Wenn wir das jetzt mal einfach mal so exemplarisch durchspielen. Also ich habe jetzt ich bin jetzt Kunde bei euch und der Initial Cookie hat gesagt, ich habe 2009 zum allerersten Mal auf eine Google-Anzeige Google-Anzeige geklickt und irgendwie ein T-Shirt gekauft. Das habt ihr in den Transaktionsdatensatz geschrieben und an den Kundendatensatz. Jetzt bin ich 100 Jahre oder 9 Jahre nicht mehr aktiv und bin vor 3 Tagen, habe ich wieder bei Google was eingegeben, wollte wieder ein teures T-Shirt kaufen, war bei euch auf der Seite, habe also erst auf eine Google-Anzeige geklickt, komme auf die Seite, dort schreibt ihr dann irgendwie über die URL weg und in den Cookie rein, dass ich da war, weil ihr wisst ja, wer ich bin, ihr konntet mich identifizieren. Genau. Ja. Obwohl das wieder eine gute Frage, wieso ihr mich identifizieren konntet, wenn ich mich nicht eingeloggt habe. Mhm. Wenn ich mich eingeloggt habe, habt ihr mich identifiziert? Oder konntet ihr das noch so machen? Das ist vielleicht gleich mal noch die Frage. Ja. So, dann, dann bekomme ich zwischendurch von euch irgendwie ein Newsletter, weil ihr gesehen habt, super, da war ja jemand lange nicht mehr bei uns, hat sich ein T-Shirt angeguckt, aber nicht gekauft. Ja, vielleicht geht dann sogar automatisiert ein E-Mail-Anstoß los bei euch. Das ist quasi der zweite Werbekanal und ich kaufe immer noch nicht. Dann bin ich aber heute auf eure Facebook-Seite gegangen, habe da nochmal ein ganz anderes tolles T-Shirt gesehen, habe da drauf geklickt, lande wieder bei euch im Shop und habe das T-Shirt gekauft. Ja. So, und wie würdet ihr jetzt dieses, was wäre jetzt das Attributionsmodell von diesem konkreten Kaufverhalten? Also Grundlage ist, wir wissen über die Cookies, dass du viermal da warst. Ja. Damit wissen wir erstmal noch nicht mal, wer du warst. Wenn du dich einloggst, wissen wir, dass du es warst. Ja? Vorher bist du erstmal ein Niemand, bis zu dem Zeitpunkt, wo du auch eventuell ein Neukunde wirst. Damit wird aus einem anonymen Verhalten eine Ahnung. So, wir haben im Attributionsmodell uns ja überlegt, dass auf Basis der Ungenauigkeit, eben erklärt, der 100%-Geschichte, 100% Zuordnung zu einem Kanal keinen Sinn macht und haben uns gesagt, ja, wir könnten prozentual den Umsatz verteilen. Ne? Also Drittel, vier Kontakte, jeder kriegt 25. Damit würde ich sagen, das ist demokratisch, das haut hin. Alle gleich wichtig. Widerspricht so ein bisschen dem Last-Cookie-Modell, wo man sagt, ja, der Letzte kriegt wirklich den Zuschlag. So, außerdem haben wir gesagt, dass verschiedene Werbekanäle für uns eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das hast du eben schon mal erläutert. Also Facebook hat eine deutlich höhere Wiederkaufquote und Google eine deutlich geringere. Ja. Demnach müsstet ihr jetzt diesem letzten Cookie Facebook einen höheren Prozentwert zuordnen, aus zwei Gründen, weil es der letzte war und weil es Facebook war, also der Kanal mit der höheren Wiederkaufsrate. Und das haben wir faktorbasiert und nicht prozentual gemacht. Also das Prozentuale bezieht sich auf den Zeitpunkt des Cookies, ob es der erste, der zweite, der dritte, der vierte oder fünfte oder der letzte war. Da sagen wir zum Beispiel, der letzte Kontakt bekommt 25% Zuordnung.
Okay, habt ihr einmal definiert und genau. Wie oft habt ihr, so, frage ich gleich nochmal, wie oft habt ihr so einen Wert dann wieder angepasst und so festgestellt, 25 ist nicht der richtige Wert oder hat das schon irgendwie Bestand? Das hat Bestand. Wir machen es noch nicht so lange, als dass wir schon viel hätten schrauben können. Okay. Wenn wir etwas definieren, also ganz gilt wichtig für alle Zuschauer und Zuhörer, beim Thema Attributionsmodellentwicklung ruhig auch den Mut haben, Dinge festzulegen und mit Hypothesen oder mit Variablen zu starten. Ja? Ich bin großer Fan von Fußnoten in KPI-Statistiken, einfach um die Prämissen festzuhalten. Ganz einfach festgelegt. 12 Monate gilt für jeden Kollegen. Alle haben auch die Sicherheit bei uns zu sagen, ja alles klar, ich darf Trial and Error machen. Ich darf Erfahrungen sammeln, die negativ sind, um es besser zu machen. So, wir hatten eben 4 Kontakte und sagen, dass der Initial Cookie, weil über den Weg, über den du zu uns gekommen bist, in Erstkontakt, der ist ganz wichtig, der kriegt 50%. Einfach definiert, ist jetzt einfach ein gesponnener Wert, aber damit hätten wir 75% verteilt. Für die beiden mittleren Kanäle sagen wir, alles klar, bleiben noch jeweils 12,5% übrig. Damit haben wir die 100% auf der einen Ebene verteilt und wir wissen, dass dein letzter Kanal der für uns wichtige Social-Media-Kanal war. Und da haben wir eine Faktorgewichtung drin, Faktor 5. Gegenüber einem Affiliate-Kontakt eventuell, der nur einen Faktor 2 hat. Damit verändere ich nochmal die Gewichtung, sodass auch der Last-Cookie nicht automatisch den höchsten oder der First-Cookie höchsten Wert bekommt, sondern auf Basis der Kanalwichtigkeit für uns. Und das ist etwas, was ich bisher so noch nicht in der Branche gesehen habe, dass man sagt, dass nicht nur der Zeitpunkt entscheidend ist, sondern auch die Wichtigkeit, Relevanz des Werbekanals. Dafür muss ich ja erstmal für mich als E-Commerce- und Werbetreibender klar haben, welcher Kanal in Bezug auf diese Differenzierung Bestandskunde versus Neukunde welche Bedeutung hat. Also wenn wir das nochmal zusammenfassen würden, ein paar Schritte zurückgehen. Schritt 1 wäre, ich darf erstmal rausfinden, welcher Kanal hat für mich welche Bedeutung in Bezug auf Wiederkaufsrate. Ja, das heißt, ich muss erstmal messen und das eine Weile lang wegschreiben. Wie lange habt ihr das gemessen? Was ist ein empfehlenswerter Zeitraum, in dem ich mir das angucke, um da irgendwie valide Daten rauszubekommen? Ist es irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr oder muss ich mindestens je nach Sortiment im Fashion-Bereich irgendwie ein Jahr mitmachen, um irgendwie Osterweihnachten und den ganzen Kram mitzunehmen? Ja. Oder brauche ich 2 Jahre? Was hast du da für Erfahrungswerte? Also gute Frage, hängt vom Businessmodell ab. Im Käseversand würde ich sagen, ist ein Kunde nach 6 Wochen inaktiv, wenn sie im Durchschnitt 500 Gramm kaufen. Ja. Ja? Wir haben nun, ich sag mal, mit unserer Musikbranche jährlich wiederkehrende Festivalsaison. Wir haben mit dem Fußball-Merchandise auch eine Fußballsaison. Wir gehen auf 12 Monate. Das System, was wir entwickelt haben, gibt es schon 7, 8 Jahre. Das heißt, wir haben wirklich einen reichen Erfahrungsstand. Wir haben unsere ersten Social-Media-Umsätze in 2010 gemacht. Also weit wahrscheinlich vor allen anderen. Und sie waren so erfolgreich, dass wir es heute noch wirklich intensiv weiterführen. Ich glaube, dass wenn man für sich plant, ein Attributionsmodell aufzusetzen, dass man sich 12 bis 24 Monate Zeit nehmen muss, um A, selbst schlau zu werden und B, den Kunden genug Zeit zu geben, entsprechendes Nachkaufverhalten auch dokumentieren zu können. Klar. In der Clusterung unserer Datenbank, was Aktivitätsgrad angeht, haben wir aktive Kunden 0 bis 12, leicht inaktive Kunden 13 bis 24 Monate, inaktive Kunden ein Jahr weiter, sehr inaktive Kunden 4 Jahre alt und dann haben wir auch tote Kunden, alles was älter als 4 Jahre ist, ist bei uns... Wird quasi wie ein Neukunden dann betrachtet wieder? Im Leben nicht, nein, ganz sicherlich nicht. Ein reaktivierter Kunde ist immer was anderes. Interessentengewinnung, Neukundengewinnung, Neukundenumwandlung, Stammkundenbindung und Altkundenreaktivierung. Das ist eine Sache, so wurde im Versandhandel früher verfahren, da wurde gesagt, der Altkunde ist jetzt mein Neukunde. Nee, es bleibt ein Altkunde, der reaktiviert ist. Über ein Datenbankmodell wird ein Code eines alten Kunden in einen Aktivitätsstatus wieder überführt. Er bleibt aber immer ein Stammkunde oder ein Bestandskunde, würde ich es nennen. Also das machen wir ganz, ganz anders. Und so, dann habe ich da schon mal so eine Klassifizierung von Neukunden, Stammkunden. Habe meine 300% Attributionsmodelle und kann auf der Erfahrung sagen, alles klar, der Kanal SEA, der nicht gut funktioniert in der Stammkundenbindung, der kriegt eine niedrige Bewertung. Der Kanal, der richtig gut funktioniert, Social Media. Kriegt einen niedrigen Faktor, ne? Entschuldigung, er kriegt einen niedrigen Faktor und Kanal wie Facebook bekommt einen sehr hohen Faktor. Und bekommt damit automatisch mehr Umsatz
geschrieben, was auch und notwendig damit auch mehr ist. Budget und mehr genau. Aufmerksamkeit ja. und ja. mehr Management ja. Intention, also von allem mehr. Danach verteilt ihr quasi auch eure Ressourcen. Ja? Genau. Das ist ja letzten Endes das, worum es bei dieser Grundfrage geht, Attributionsmodell, wie verteile ich überhaupt mein Budget und meine... Genau. Und damit haben wir also mehr Werbeerfolg, niedrigere Kur in dem Kanal, der uns wichtiger ist als einer, der uns nicht ganz so wichtig ist. Das, wie gesagt, in der Organisation so definiert, dass bei uns bottom-up die Kanalmanager frei entscheiden können, festzulegen, ich brauche das Geld, um die Neukunden zu bekommen. Die Faktorgewichtung wird, wie gesagt, gemeinsam festgelegt. Da arbeiten wir auch ziemlich basis, ich sag mal, demokratisch. Und das ist ja eh falsch, nur genau, in welchem Grad falsch ist genau, das bekannt. Ne? Das ist so also, die, okay, das die, ist ja die Idee. Und das Schöne, rein unternehmenskulturell, löse ich damit sämtliche Hierarchie einfach auf. Der für den Umsatz verantwortlich ist, entscheidet, egal ob er zur Geschäftsführung gehört oder ein Azubi drittes Lehrjahr ist. Und das macht natürlich eine extreme Leistungsorientierung und das mit einem hohen Spaßfaktor. Ne? Also ich bin nicht nur derjenige, der einen kleinen Beitrag leistet, sondern ich kann es sehen. Und ich glaube, alle intelligenten Menschen wollen sich weiterentwickeln und so weiter. Es ist bei uns in 12 Jahren nicht ein einziger Mitarbeiter aufgrund mangelnder fachlicher Qualifikation gekündigt worden. Ganz einfach, Geschäftsführung macht die größten Fehler, die haben die größten Strahleffekte. Und wenn jemand einen Fehler bei uns macht, erteilt die Information. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil es gibt keine Sanktion, keine Konsequenz. Es gibt nur die Pflicht zu informieren, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Wir hatten im letzten Mai hat Facebook, glaube ich, sein Targeting wieder deutlich abstrahiert. Also man konnte sehr genau targeten. Dann hat Facebook mitgekriegt, im Bereich Versicherung und Telekommunikation ist das blöd. Wir verschenken Werbespendings, weil wir es den Firmen relativ einfach machen, genau ihre Zielgruppe zu treffen. Ja, die wollten da haben sie drei Ebenen weggestrichen, mit der Konsequenz, dass unsere Social Media Managerin, damals glaube ich noch Azubi drittes Lehrjahr, im Planungsmeeting eines Monats gesagt hat, ich habe hier noch 20.000 Euro Facebook-Budget, ich kann es aktuell nicht ausgeben, ich könnte es nur verbrennen, braucht jemand. Das ist natürlich großartig, wenn mit der Verantwortung... Weil sie nicht auf die größere Zielgruppe gehen wollte, sondern weiterhin auf die Spitze und lieber... Weil sie genau wusste, dass sie einen negativen Deckungsbeitrag erwirtschaften würde. Wenn sie die größere, die weniger granular einstellbare Zielgruppe... Okay. Dann kommt halt wieder eine kleine Fußnote unten ran, Budget zurückgegeben, kann Neukunden und Stammkundenziele der Folgemonate nicht erreichen aufgrund von Marktveränderungen. Völlig fertig. Das Budget ist trotzdem da. Also der dann am lautesten hier schreit und sagt, ich habe ein Potenzial, kriegt es dann. Und wenn ich das mit dem Attributionsmodell Das ist ja quasi versehe, die nächste Frage, wo ist halt der Grenznutzen, in welchem Kanal ist er wieder am höchsten, genau. um diese frei werden 20.000 Euro dann wieder zu verteilen. Ja? Also da sind wir auch wieder eigentlich eine klassische Betriebswirtschaftsfrage. Ja? Super spannend, wer hat es dann bekommen, ne? um den Fall mal abzuschließen? Amazon hat das Geld gekriegt. Verdammt nochmal. Ja. Und das, obwohl wir uns lange gegen Amazon gewehrt haben, aber aufgrund der hohen SEA-Abhängigkeit und des schwierigen Marktumfeldes im SEA haben wir wieder deutlich mehr mit Marketplaces angefangen und haben die Abhängigkeit zu SEA dadurch massiv reduziert. Und auch im Marketplace-Kanal, ich glaube, ein Deckungsbeitrag von 4,8%, also richtig profitabel. Und das Tracking auf Amazon ist doch schwieriger, oder? Das ist schwieriger. Ja, würden wir jetzt wieder da würde ich aber sagen, es führt ein bisschen zu... Okay, das lassen wir mal. Das ist, glaube ich, zu deep dive, obwohl wir hier schon ziemlich tief drinstecken mit dem ganzen Thema Attribution. Um das nochmal so abzurunden für unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie groß ist dein Team und wie viele Kanalmanager hast du und auf wie vielen Kanälen arbeitet ihr überhaupt? Ja, um jetzt mal euer Attributionsmodell nochmal irgendwie so abzurunden. Und Also wir haben aktuell 11 Kanäle definiert, von denen ich glaube aktuell 7 tatsächlich bewirtschaftet werden mit Budgets und Zielorientierung. Affiliate sind wir zum Beispiel, Affiliate zum Beispiel ist bei uns nicht relevant, weil wir einen sehr starken Wettbewerber mit EMP haben, die ein tolles Programm haben. Da muss ich als kleiner Fisch nicht gegen anstinken. Alle, die Reichweite haben im privaten Umfeld. Das also konsequent aus. Da wissen wir, dass. Da ist kein Geld rein. Da ist einfach kein Geld mit zu verdienen. Also lassen wir es schlichtweg. Für jeden Kanal eine verantwortliche Person, kein Kanalmanager mit 2 Kanälen gibt es bei uns nicht. Also im Prinzip 7 aktive Kanäle, 7 Mitarbeiter. Genau. Und das Budget wird auch auf 7 verschiedene
Mitarbeiter oder Töpfer verteilt. Genau. Und wie oft entscheidet ihr über diese Verteilung, beziehungsweise wie oft gibt es immer von Monatsgesprächen gesprochen? Ja. Wir haben ganz klassisch die Gesamtjahresplanung, wo wir sagen, Unternehmenswachstum 15% wird angepeilt mit den und den Budgets, mit dem geplanten Gewinn. Da gibt's diese Bottom-up-Planung, macht ihr immer auf Basis kurzfristiger historischer Daten? Oder? Nee, auch langfristig. Also wir machen eine Top-Down-Planung von der Geschäftsführung, da wollen wir hin, dann legen wir das mit der realistischen Bottom-up-Planung gegenüber. Da stimmt man natürlich meistens nie überein, weil jeder will möglichst viel Budget und wenig Umsatzrelevanz und so weiter und so fort. Da committen wir uns dann einmal im Jahr drauf, wo wir tatsächlich denn hinwollen. Und dann gibt es auf Quartalsebene Plus, Planüberwachungsmeetings, kommen wir richtig hin. Diese Plus basieren auf einer Quartalsvorplanung. Das heißt, wir machen eine Kanalkampagnenmatrix und sagen, im ersten Quartal steht Valentinstag an, Ostern und so weiter. Auf Basis dieser Events planen unsere Kollegen auch in der Historie umsatztechnisch die Erfahrungen basierend ihre Umsätze mit den entsprechenden Neukunden, Stammkundenzahlen, sagen, ich brauche in dem Quartal so und so viel Geld und damit werde ich das und das erreichen. Auf Monatsebene gucken wir die Kanäle an, weil Kampagnen häufig über verschiedene Monate halt laufen. Und da gehen wir dann nochmal feingranularer rein, dass wir auch kurzfristigere Geschichten wie eben mit Facebook dargestellt haben. Die Wechselwirkungen sind ja auch, also es gibt ja auch in einem Kanal erfolgreichere und weniger erfolgreiche Kampagnen. Insofern, also dass das immer wieder komplizierter sein kann, ist das auch. Um das nochmal so zusammenzufassen, also Attributionsmodell ist nie richtig. Nee. Ja, ich darf den Mut haben, mich dem zu nähern. Mhm. Und ich darf offen sagen, es ist falsch. Fertig. Genau. Kein Attributionsmodell zu haben, ist allerdings die falscheste aller Möglichkeiten, wie ich Budgets verteilen kann. Ja. Ja. Dann kann ich vorher die 100%-Modelle definieren, die es ohnehin gibt und die bekannt sind. Last Cookie, bei dir war es noch Main Cookie und First Cookie habe ich ja ausgespart, aber Initial Cookie. Und dann hast du gesagt, die aktiven Kanäle, das sind bei euch 7, die ihr angeht, für die habt ihr für jeden Kanal einen eigenen Kanalmanager und die legen quasi, ihr legt einmal im Monat dann quasi nicht neu fest, aber... Nee, wir überprüfen, ob wir eine Chance drauf haben, die Ziele zu erreichen, genau. Mhm. Und dann gibt es einen riesigen Excel-Statistiken, läuft es halt automatisch zusammen, jeder trägt seinen Kanal ein mit den KPI, die er erwirtschaftet hat. Die 7, die ich eben nicht ganz zusammengekriegt habe. Ist klar. Und damit haben wir dann also ein konsolidiertes Ergebnis auf Umsatz, Kostenebene und letztendlich auch der Kostbeitrag 3. Das ist dann die Basis für den nächsten Planungszeitraum. Ja. Genau, das ist so der Sollzustand. Und den kriegen wir auch relativ gut hin, weil jeder hat Bock drauf bei uns. Jeder möchte wissen, was ist unterm Strich rausgekommen. Wir sagen immer, und am Ende scheißt die Ente. Ne? Schönes Schlusswort. René, das war sehr spannend, auch sehr komplex. Ich hoffe, unsere Zuschauer konnten hier dem Thema folgen. Ich hoffe, das war nicht der letzte Deep Dive Podcast zum Thema Attribution und CRM. Da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen. Also herzlichen Dank dir hier vom Parkplatz der Online-Marketing Rockstars Messe. Der Tag geht jetzt zu Ende. Wir haben 21 Uhr und dann viel Spaß auf der Party oder was auch immer du tust. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank.